Servus, ihr Lieben. Und willkommen zu diesem Video. Ja, am Freitagabend. Ich weiß nicht, ob Lego bzw. ob Konrad ja, etwas Probleme hat, aber ich habe tatsächlich auf YouTube bzw. auf Facebook war es geschaut und in einer der einschlägigen Gruppen hat einer ein Bild von einem Konrad-Modell gepostet. Ich habe mich kaputt gelacht und zeitgleich ist es auch traurig, was Konrad hier wieder ja, macht. Bleibt einfach mal dran. Nach dem Intro zeige ich euch, was ich meine. Ja, servus ihr Lieben und willkommen zu diesem, ja, Video. Mal wieder ein dicker Minuspunkt an Konrad-Modelle. Der Kollege Jan Winter hier, der hat das neue Sennebogen-Modell gekriegt, den 830E. Der stammt nicht von Roos, was im Endeffekt besser gewesen wäre, sondern von Konrad. Ja, und ihr seht schon, was da fehlt, ne? Da fehlt ein ganzer Löffelzylinder, da fehlt der Zylinder hier vorne und der Schnellwechsler. Entschuldigung, Freunde, ich muss mich darüber beömmeln. Konrad, was ist da bei euch los? Habt ihr Lack gesoffen? Habt ihr die Qualitätskontrolle abgeschafft? Oder habt ihr da irgendwelche Klapsköppe bei der Qualitätskontrolle sitzen? Ja, so langsam kommt es einem so vor, Freunde. Ne? Also, ihr braucht da nicht drauf zu hoffen, dass ich mir dieses Modell kaufen werde und reviewen werde. Meine Antwort ist sowieso nein. Nein, Freunde. Absolut nicht. Ich habe Konrad-Modelle abgeschworen vor über einem Jahr. Konrad-Modelle wird es bei mir nicht mehr geben. Ich habe mir geschworen, alles außer Konrad. Ja, und das Beste wäre gewesen, wenn dieses Modell von Roos rausgekommen wäre. Ne? Das wäre besser gewesen. Erstens mal würde es viel, viel mehr Details haben. Zweitens mal würde der Preis besser sein. Ich meine, das Modell kostet 160, 170 Euro. Das geht noch. Ja, aber, ne? Wie gesagt, von Roos wäre es besser gewesen, dieses Modell. Ne? Gut, da hast du zwar Probleme mit den Zylindern, aber auch das Problem mit den Zylindern, das kannst du ganz leicht fixen. Aber da muss halt jeder selber drauf kommen. Ich habe da so meine eigene Methode. Die funktioniert ganz gut. Aber wenn ich sowas sehe, ne? Hey, sag mal, die haben keine Qualitätskontrolle, ne? Es ist traurig. Also, dafür, dass das Modell komplett made in Germany ist, ne? Also, ne, das ist nicht made in Germany, ne? Das ist eine Vollkatastrophe. Und ich hoffe mal, dass Konrad mal endlich mal einen Shitstorm, einen ordentlichen abkriegt. Ne? Sollte man wirklich mal machen, ne? Wie gesagt, ich werde mir dieses Modell nicht kaufen. Ich habe Konrad abgeschworen, ihr wisst es. Ich habe ja das ist ja jetzt nicht nur mehr bei den 1 zu 50 Modellen. Es war mal nur bei den 1 zu 50 Modellen. Ihr habt die Probleme ja bei meinem Potain MDT 809 gesehen. Mit den Basisgewichten unten. Und dieses Problem hatte nicht nur ich, das hatten auch andere. Ne? Also, ne? Vielleicht sollte Konrad seine Produktion nach China auslagern. Vielleicht klappt es dann wieder mit der Qualität. Ne? Ich meine, ihr müsst ja nur mal einen Mobilkran, einen Liebherr LTM von WSI und einen Liebherr LTM von Konrad nebeneinander stellen. Ne? Da merkt ihr die Qualitätsunterschiede, Freunde. Das WSI-Modell sieht aus, als wenn es
als wenn es ein zusammengeschrumpfter Originalkran ist. Und das Konrad-Modell daneben sieht aus wie Kinderspielzeug. Das ist kein Scherz. Es ist so. Ne? Es ist einfach so. Da merkst du die Unterschiede. Und vielleicht sollte es Konrad genauso machen. Die Produktion nach China auslagern und Feierabend. Vielleicht verschwinden dann die Probleme. Es ist ja nicht nur dieser fehlende Zylinder. Ne? Es sind ja... Ne? Ich selber hatte das bei meinen Kobelco-Modellen. Ich hatte es bei meinem Liebherr 49 Demolition hatte ich es, dass da Zylinder verbogen waren, dass da Einschusslöcher, dass der Guss an sich schon scheiße war, ne, dass da richtige Einschusslöcher sind. Ne, so, nee. Das verstehe ich nicht. Das habe ich bei keinem anderen Modellhersteller bislang gehabt. Weder bei WSI, noch bei UCC, ja, noch bei Roos. Ne? Selbst Roos-Modelle haben diese Probleme nicht, die Konrad hat. Ne? Also, ist ein Trauerspiel. Ne? Und wie gesagt, ich werde mir dieses Modell nicht kaufen. Ich kaufe mir keine aktuellen Konrad-Modelle, habe ich gesagt. Nur noch alte. So 1990 bis 2000. Das sind die schönsten Konrad-Modelle, die es gibt. Die sind zwar relativ einfach gehalten, aber da sind noch keine Gussfehler zu sehen. Ne? Und genau deshalb, ja, wird es bei mir dieses Modell nicht geben. Ich werde es auch nicht reviewen. Nein, habe ich keine Lust drauf, mich zu ärgern über Konrad wieder. Ne? Und wie gesagt, es ist an und für sich ein schönes Modell, ne? Aber mit viel zu wenig Details, wenn man das sich mal so anschaut. Ne? Zumal da Konrad auch in die Formgruft gestiegen ist hier mit der Schere. Das ist die Schere vom 69 Demolition, vom 49 Demolition. Ne? Da ist kein neues Anbauwerkzeug dabei. Das ist... Ja, zumal fehlen hier überall die Decals, habe ich gesehen schon in... Ne? Mir gefällt es überhaupt nicht. Also ist nicht meins. Wenn das Modell von Roos wäre, also Roos-Modelle, Sennebogen-Roos-Modelle, die haben eine unfassbar gute Qualität. Ne? Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie unschlagbar. Warum hat Sennebogen sich für Konrad entschieden? Frage ich mich da. Wenn das von Roos gekommen wäre, dann wäre das garantiert in meiner Sammlung gelandet. Aber so, dass es jetzt von Konrad ist und dass es solche Fehler aufweist. Und das ist bestimmt nicht der einzige Bagger, der so ausgeliefert wurde. Ne? Es ist traurig. Es ist ein Trauerspiel mit Konrad. Ne? Wie gesagt, das Modell werde ich mir nicht kaufen, werde ich nicht reviewen. Da kaufe ich mir lieber ein Modell von WSI. Ein schönes, da habe ich mehr davon. Ne? Hat auch viel, viel mehr Details. Ja, dann machen wir hier, wie gesagt, nochmal einen Cut und ja, ein paar Abschlussworte kommen noch. Ne? Jetzt habt ihr dieses Video mal gesehen, ne? Also die Bilder gesehen von diesem Modell. Ich möchte nicht wissen, arbeiten da nur noch Praktikanten bei Konrad? Arbeiten da irgendwelche, was weiß ich, ist die Qualitätskontrolle besoffen bei Konrad oder gibt es die gar nicht mehr? Ich bin zu meinem Entschluss gekommen, ich werde mir keine Konrad-Modelle mehr kaufen. Dieses Modell werde ich auch nicht reviewen, Freunde. In keinster Weise. Das werde ich mir auch nicht kaufen. Wenn ihr Konrad-Modelle kauft, kauft euch schöne alte Konrad-Modelle. Die sind noch gut. Ne? Aber sowas, das ist unter aller Sau. Und sowas darf auch nicht passieren. Eigentlich. Ne? Das ist wie der Vergleich hier mit den Autokranen hier. Ne? Denkt mal so ein WSI-Kran neben ein Konrad-Autokran. Der Kran von Konrad-Modelle. Der wird aussehen wie Kinderspielzeug daneben. Ich sage es euch nur. Ne? Also, oder wenn ihr ein bisschen mehr Geld habt, kauft euch einfach ein UCC-Modell. Ich habe Konrad-Autokrane, wird es bei mir sowieso nicht mehr geben, weil sie nur noch Patzer machen.
Ne? Nein. Wie gesagt, ich frage mich auch, warum Sennebogen dieses Modell von Konrad produzieren lässt. Sennebogen produziert bei Rost normalerweise. Rost-Modelle sind fantastisch. Vom Detailgrad her sind sie meist besser wie Konrad-Modelle sogar. Ne? Und das zu einem sehr, sehr fairen Kurs. Ne? Klar, sie haben Probleme mit den Hydraulikzylindern meistens. Ne? Aber das kann man ganz einfach fixen, Freunde. Und da muss, wie gesagt, da gibt es, ich habe da so meine Methode gefunden, wie ich das fixen kann. Und die werde ich niemandem zeigen. Das ist so meine eigene Methode. Ne? Da soll jeder seins machen. Ne? Wie gesagt, ich werde mir dieses Modell definitiv nicht kaufen. Da kann ich euch immer nur von abraten. Kauft euch nicht so ein Modell. Oder kauft euch vorerst keine Konrad-Modelle mehr, bis die ihre Qualität mal verbessern. Irgendwann. Ne? Also ich werde es definitiv nicht mehr. Jetzt vorbei bei mir mit Konrad, endgültig. Und das ist ja nicht nur im 1 zu 50 Bereich, sondern es fängt ja jetzt auch schon im H0 Bereich an. Also wenn ihr euch den hier oben an den Porteien MDT 800, 809 erinnert, bei mir passten die Basisgewichte nicht. Und mein MDT 809 da oben, das ist nicht der einzige, bei dem die Basisgewichte nicht gepasst haben. Es gibt, ich habe im Forum bei uns mal nachgefragt und es ist nicht das einzigste Modell, was so einen Fehler aufweist. Gibt vorweislich mindestens noch fünf andere, die dieses Problem haben. Ne? Klar, Konrad hat aber auch einen sehr, sehr guten Kundenservice. Die tauschen euch das Modell bedenkenlos um. Ohne weiteres. Ne? Das muss man Konrad zugutehalten. Aber wenn man sowas sieht, nein. Sowas geht überhaupt nicht. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich habe Konrad abgeschworen, jetzt ein für alle Mal nur noch so schöne alte Modelle, wie da hinten steht, da hinten. So ein schöner alter Liebherr 954B und sowas. Ne? So Modelle Anfang 1990 bis 2000. Oder, ne? Das sind schöne Modelle. Die sind zwar relativ einfach, aber da war noch alles okay. Bei Konrad. Und was jetzt ist, ne, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Es ist einfach so, es ist eine Katastrophe. Einfach nur. Wie gesagt, kauft euch besser NZG, WSI oder auch, wenn ihr ein bisschen mehr Geld habt, UCC oder CCM-Modelle. Sind auch ganz gut, sind im Maßstab 1 zu 48 allerdings. Wenn man da an den CAT 390D, ne, der ist ja von CCM, der ist im Maßstab 1 zu 48 oder 1 zu 45, ich weiß das gar nicht. Ich meine, der ist in Spur 0. Spur 0 ist ja etwas größer wie 1 zu 50, passt aber dazu noch, ne, muss man dazu sagen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass sich das bessern wird. Ne? Ja, ich wünsche euch was sehr, sehr Schönes. Ne? Mal gucken, ob ich morgen noch ein Kurzvideo hochlade, weil ich habe hier noch einzelne Teile liegen, die will ich euch noch, habe ich hier noch liegen. Hier, das ist zum Beispiel vom Belly, kann man das sehen? Ne? Das sind Hausnummern, Freunde. Das kann ich nicht sehen, ne? Stellt sich das scharf irgendwann. Das sind, wie gesagt, das ist eine beleuchtete Hausnummer. Will ich auf meinem Baustellendiorama bzw. Bauhofdiorama an das Reliefhaus dran machen. Ne? Und noch zusätzlich noch eine zweite kleinere Laterne, ne, dass das so ein bisschen schön beleuchtet ist. Ne? Und das ist hier, wie gesagt, hier, ist eine beleuchtete Hausnummer. Da kann man diese kleine LED sehen und die passend, da ist die kleine LED. Und das eben, sind eben die Hausnummern. Und das kommt an das Reliefgebäude dran. Wie gesagt, in Spur 0 kann man einiges realistischer machen wie in H0. Ne? Das muss euch immer klar sein. Ja. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Macht es gut bis dahin und Salü, Freunde.